Meine Lieben, es wird wieder Zeit für ein ausführliches Starship-Update. Ich möchte mir heute gerne einiges mit euch ansehen. Seit dem letzten Starship-Update ist ein Monat vergangen. Wir schauen uns heute gemeinsam an, wie weit die Entwicklung von Starship und Super Heavy ist und werfen einen ganz genauen Blick nach Boca Chica, wo unglaublich viel passiert. Unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, denn da gebe ich euch meine Einschätzung, wann ich glaube, dass wir mit dem orbitalen Testflug rechnen können. Es erwarten uns unglaublich spannende und aufregende Zeiten, meine Lieben. Deswegen abonniere doch Mars Chroniken, damit du keine weitere Ausgabe mehr verpasst. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Starship Update auf Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Weltraumnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Viel Space mit diesem Video. Einen guten ersten Überblick gibt diese tolle Grafik von Brandon Lewis auf Twitter. Auf den ersten Blick fällt mal auf, dass weniger Starships als andere Tanks in Bau sind. Das liegt ganz einfach daran, dass SpaceX mit der Landung von Starship SN15 einen großen Meilenstein erreicht hat und mit Volldampf dem nächsten großen Meilenstein entgegenarbeitet. Dabei handelt es sich um den orbitalen Testflug, wo Starship SN20 das erste Mal mit einem Super Heavy Booster, vermutlich BN4, einen Orbit erreichen und anderthalb Stunden später vor der Küste von Hawaii ein Wiedereintrittsmanöver performt, um weich im Wasser zu landen. Aber um einen orbitalen Testflug durchführen zu können, wozu ich übrigens ein eigenes Video gemacht habe, verlinke ich hier in der Infobox, benötigt SpaceX zuerst die adäquate Infrastruktur. Zum Beispiel ein Treibstofflager, welches einen Super Heavy Booster und ein Starship betanken kann. Deswegen bauen sie einfach aus den gleichen Ringen, aus denen sie Starships bauen, diese Tanks. Diese werden GSE genannt. Das steht für Ground Support Equipment. Die neue Tankfarm besteht aus 7 Tanks in 2 Größen. 3 kürzere Tanks auf höheren Fundamenten für flüssiges Methan und 4 längere für flüssigen Sauerstoff. Im flüssigen Zustand sind diese extrem kalt, daher werden diese Tanks mit diesen Schalen isoliert. Eine dieser Schalen wird als Wassertank genutzt. Auch Teil der Tankfarm sind diese Wärmetauscher. Es werden vermutlich 8 dieser sogenannten Heat Exchanger installiert werden. Im Augenblick fehlen noch 2. Weiters braucht SpaceX eine Startplattform. Der Bau dieser schreitet mit großen Schritten voran. Nachdem das Fundament vor Monaten gegossen wurde, mussten die 6 großen Pfeiler montiert und mit Stahlbeton gefüllt werden. Dann wurden Adaptoren und diese Aufsätze auf jedem Pfeiler angebracht. Zuletzt wurden die 6 Pfeiler miteinander verbunden. Was noch fehlt, ist der Starttisch mit dem Schallunterdrückungssystem und dem Haltemechanismus für Super Heavy. Dieser befindet sich noch in der Produktionsstraße. Es wird mit Hochdruck an seiner Fertigstellung gearbeitet. Ständig ändert sich dessen Anblick. Vor kurzem erst wurden diese veränderten Ausschnitte angebracht. Diese Ausschnitte dienen vermutlich einerseits dem Haltemechanismus für Super Heavy, andererseits dem Schallunterdrückungssystem. Ich denke, dass dieser sogenannte Launch-Table bald zum Testgelände gebracht und an seinem Platz montiert werden wird. Direkt daneben wurden diese 2 Fundamente gegossen. Wer von euch kann sich vorstellen, wofür die sein könnten? Schreibt das mir gerne in die Kommentarsektion. Die dritte essentielle Sache, die SpaceX unbedingt braucht, um orbital zu fliegen, ist der Start- und Unterstützungsturm, welcher am Ende 140 Meter hoch werden soll und eine Vorrichtung besitzt, um Super Heavy Booster aus der Luft zu fangen. Der Turm besteht im Moment aus 7 dieser Segmente. Neben der Raffinerie ist ein 8. und vermutlich letztes Segment in Arbeit. Anfangs werden sie die Booster noch nicht fangen. Aber vielleicht haben sie ja schon die Fangvorrichtung beim ersten orbitalen Flug. Denn es wurde dieser gigantische Kranseilzug ADS-30Q mit 6000 PS angeliefert und unten am Turm befestigt. Ich wage es ganz frech zu behaupten, dass dieser Seilzug Teil jenes Mechanismus ist, der später die Booster fangen soll. Aus der Luft durch die Linse von Mauricio von RGV sehen wir dieses Gebilde an Rohren. Aus den spitzen Winkeln können wir schließen, dass sie keine Flüssigkeiten transportieren werden. Könnten sie ebenfalls Teil des Boosterfängers sein? Was denkst du? Wenn dir die heutige Ausgabe gefällt, dann lass mir doch gerne einen Daumen hoch da und besuch mich doch gerne mal auf Twitter und Instagram. Links dazu in der Beschreibung des Videos. Mit der Landung von SN15 hat SpaceX bewiesen, dass ihr Konzept funktioniert. Jetzt geht es darum, zu zeigen, dass sie auch einen Orbit erreichen können.
Aber um das zu schaffen, brauchen Sie auch einen funktionierenden Booster. Bislang haben wir zwei Pathfinder BN1 und 2 gesehen. Und erst diese Woche wurde Super Heavy BN3 im Hochschutz fertig gestapelt und zum Testgelände gebracht. Dort wartete schon dieser gelbe Kran auf BN3, um ihn auf den Teststand zu hieven. Auf dem Weg dorthin ist mir aufgefallen, dass SpaceX begonnen hat, die Straße, die die Werkstraße und das Testgelände verbindet, Highway 4, in großem Stil zu warten und in Stand zu setzen. Ist aber auch das Mindeste, nachdem sie die Straße in den letzten 2 Jahren schlimm malträtiert haben. Schweres Gerät wird hin und her geschoben. Hunderte und tausende SpaceX-Mitarbeiter und jede Menge Schaulustige haben diese Straße an ihre Grenzen gebracht und deswegen bekommt sie jetzt ein wenig Liebe. Aus der Vogelperspektive können wir dank RGV Aerial Photographies Aufnahmen sehen, dass SpaceX überall Straßenbauarbeiten durchführt. Auch das Bankett ist schön hergerichtet. Überall werden neue Flächen planiert, verdichtet und mit Fundamenten oder ähnlichem versehen. Die Wohnwagensiedlung neben der Werkstraße ist auch ordentlich gewachsen. Neue Straßen werden gebaut und unbebauter Grund weicht einer Hightech-Raketenfabrik. Aber zurück zu BN3. Dieser Booster sitzt auf einem Adapter auf dem suborbitalen Teststand A und wartet auf seine Testkampagne. Elon hat uns über Twitter verraten, dass dieser Prototyp nicht fliegen wird. Es werden vermutlich Drucktests mit Luft und dann mit kryogenen, also sehr, sehr kalten Temperaturen durchgeführt. Ich denke, dass es wie bei Starship zuerst mit Stickstoff befüllt wird. In weiterer Folge könnten wir sehen, dass sie einige Raptoren anbringen, um weitere Drucktests und statische Feuer durchzuführen. Kurz zu den Raptoren. Es werden laufend neue Triebwerke angeliefert. Fairerweise muss man sagen, dass für einen Starship Super Heavy Start mehr als 30 Meereshöhen optimierte Raptoren und 3 Vakuum optimierte Raptoren benötigt werden. Hier sehen wir einen dieser Vakuum optimierten Raptor Triebwerke, der Ende Juni geliefert wurde. Hier noch ein Blick auf SN21s Schubadapter. Hier an diesen Ringen außen werden diese sogenannten RVACs angebracht. In der Mitte werden sich weiterhin die 3 gewohnten Meereshöhen optimierten Triebwerke befinden. Ihr seht schon den Unterschied. In erster Linie haben die RVACs eine viel größere Glocke. Dadurch erzielt man im luftleeren Raum eine höhere Effizienz. Ich glaube, die Hauptphase werden wir überspringen und direkt orbital gehen. Wenn die Infrastruktur es bis dahin zulässt. Hier noch ein Bild, das Elon auf Twitter gepostet hat. Zu sehen ist BN3, wie es den Hochschutz verlässt. Was ich aber auf diesem Bild fast interessanter als BN3 finde, ist dieser Blick auf die zukünftige Bar im Hochschutz. Man wird dort oben sitzen und dabei zusehen können, wie unter einem Raketen gebaut werden. Der Kran fährt vor deiner Nase hin und her. Das wird der Wahnsinn. Ich möchte da auf jeden Fall einmal hin und eine Ausgabe für euch drehen. Da Super Heavy, um Gewicht zu sparen, keinen Triebwerksraum hat, werden die Triebwerke zum größten Teil unten herausschauen. Das wird ein prächtiger Anblick. Die Testkampagne von BN 2.1 war kurz und erfolgreich. Hier ein Blick auf den Testtank, der seinen kryogenen Drucktest mit wehenden Fahnen bestanden hat. Hier ein interessanter Blick auf die Aft-Sektion von 2.1. Hier wurden die Pressen des Schubsimulators angebracht. Hier der Anblick des Rohres, welches Methan vom oberen Tank zu den Triebwerken leiten wird. Seht euch an, wie gigantisch dieses Rohr ist. Es wurde aber auch dieses Segment gesichtet. Das ist ein sogenannter Forward Dome, also die obere Kuppel des Methantanks, auf dem auch Starship sitzen soll. Dieser Forward Dome hat auch schon den Stufentrennungsmechanismus installiert. Dieser dient, wie der Name schon sagt, dazu, Starship von Super Heavy zu trennen. Owe von SpaceX 3D Creation Eccentric hat diese tolle Animation erstellt, die uns zeigt, dass diese komischen Ausschnitte in Form von schematisierten Adlern für die Gridfins sind. Wir sehen, wie massiv diese Gridfin-Halterungen sein müssen, da sie unglaublichen Belastungen standhalten müssen. Nicht nur müssen sie den Booster durch die Atmosphäre zurück zum Startturm führen, sie werden auch beim Fangvorgang das gesamte Gewicht des Boosters tragen. Es wurden aber auch die Hot Gas Thruster gesichtet. Super Heavy wird damit ausgestattet sein, um im beinahe luftleeren Raum manövrieren zu können. Denn je weniger Luft vorhanden ist, desto ineffizienter werden die Gridfins. Schaut mal, womit diese Düse dieses Triebwerks abgedeckt ist. Der Unterschied zwischen Heißgas- und Kaltgasdüsen ist, dass Kaltgasdüsen meistens mit einem Gas auskommen. Hingegen Heißgasdüsen werden mit einem Gemisch aus einem Treibstoff und einem Oxidator gespeist und sind daher naturgemäß komplexer. Sie produzieren aber wesentlich mehr Schub, um bei größeren Gefährten, wie Super Heavy eines ist,
kann man sich Heißgasdüsen leisten. Die ersten Prototypen werden vermutlich trotzdem der Einfachheit halber mit Kaltgasdüsen fliegen. Wo wir bei Gasen sind, schaut euch mal an, wie komplex die Raffinerie schon ausschaut. Wer soll sich da noch auskennen? Es sieht jedenfalls so aus, als wüssten sie, was sie machen. Auch die Einfahrt zur Raffinerie, die Teil des Stargate-Schriftzuges ist, schaut schon repräsentativ aus. Ich möchte mir gerne zwei Lieferungen der vergangenen Wochen genauer ansehen. Einmal wurde dieser Cluster aus Empfangseinheiten für Starlink-Satelliten angeliefert. Ziemlich cool, wenn man bedenkt, dass diese dazu beitragen könnten, dass wir HD-Bilder von Starship während des gesamten orbitalen Testflugs bekommen könnten. Die zweite Lieferung ist dieser Windradar. Dieser sogenannte Wind Profiler kann Winde in verschiedenen Schichten der Atmosphäre messen. Das wird beim orbitalen Flug und darüber hinaus von Vorteil sein. Hauke, unser Team Space Wetterfrosch für den deutschsprachigen Raum, hat uns über Twitter aufgeklärt, was dieses Ding so kann. Hier der Wind Profiler und der Cluster aus der Luft. Okay, wir haben uns aber noch gar nicht angeschaut, wie weit SpaceX mit dem Bau von SN20 und 21 ist. Wenn wir noch einmal auf die Grafik von Brandon schauen, sehen wir, dass SN20s Tanksektion in Einzelteilen schon existiert. Die Frachtsektion ist noch nicht gefertigt und die Einzelteile sind noch nicht gestapelt. Von SN21 wurde nur der sogenannte Aft Dome bzw. Thrust Dome gesichtet. Das ist die unterste Kuppel, woran auch die Triebwerke hängen. Und was erwartet uns jetzt in den kommenden Tagen und Wochen? Auf der Seite von Cameron County befinden sich nur zwei stornierte Straßensperren, also ist mal kein Test in absehbarer Nähe. Offizielles Ziel ist es ja noch immer, dass der orbitale Testflug Ende Juli, Anfang August stattfindet. Aber wenn wir in Betracht ziehen, wie viel davor noch zu tun ist, dann denke ich, dass wir eher mit Ende August, Anfang September rechnen können. Vielleicht wird es auch Oktober. So oder so bleiben wir gespannt und verfolgen alles mit Hochspannung. Zu guter Letzt möchte ich euch noch gerne von RGV Aerial Photography diesen Ausschnitt aus einem Video zeigen, wo uns gezeigt wird, wie das Testgelände noch erweitert werden wird. Das hat sich nicht Mauritius, sondern SpaceX einfallen lassen und bei den Behörden eingereicht. Das bedeutet, dass wir mit noch viel mehr Erweiterungsarbeiten rechnen können. Alles, was mehr oder weniger bereits existiert, wird ein zweites Mal gebaut werden. Der orbitale Startturm, Plattform und die Tankfarm. Das alles ist erst der Anfang, meine Lieben. Wenn dir gefällt, was ich mache, dann freue ich mich, wenn du mich auf Patreon besuchst und mich dort mit deiner Mitgliedschaft unterstützt. Link dazu natürlich in der Beschreibung des Videos. So, meine Lieben, an dieser Stelle war es das wieder von mir. Ich sage danke fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.